Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich bin's Matthias und heute gibt es mal was komplett anderes abseits von Shootern, und zwar gibt es heute mal ein bisschen PES 20. Ich habe in einem anderen Video schon mal erwähnt, dass ich ja ein großer PES-Fan bin und das irgendwie auf YouTube ein bisschen zu kurz gerät, das Game, weil es wird halt irgendwie mehr FIFA gespielt als PES. Und ich dachte mir, ein bisschen PES, weil es ist einfach mal was anderes nach Modern Warfare, nach Apex. Einfach mal ein bisschen was Chilligeres in Anführungszeichen und für manche Fußballfans sicher auch was Feines. Ich dachte, wir fangen einfach mit MyClub an. Der Plan ist jetzt mal zumindest, es sollte normalerweise immer solche Cups geben, genau. Heute war es der Plan, einen von diesen Cups zu spielen. Ja, genau, gegen den Computer. Wenn ihr natürlich wollt, dass ich gegen andere Online-Spieler spiele oder vielleicht eine Master League anfange oder es gibt ja Werde zur Legende auch noch. Dann schreibt es einfach in die Kommentare. In nächster Zeit, wir planen ja auch jetzt ein Singleplayer-Let's Play rauszuhauen, aber wir wissen halt wirklich nicht, welches Game wir da nehmen sollen. Also Nils plant auf jeden Fall Star Wars zu zocken, aber er ist sich halt auch noch nicht zu 100% sicher und ich finde jetzt kein Game, wo ich sage, das würde jetzt irgendwie gut passen momentan. Deswegen müssen wir uns noch irgendwas überlegen. Etwas zum Liegestütz-Video, und zwar, das ist mit Abstand am besten bei unserem Kanal angekommen bis jetzt. Müsste irgendwie über 90 Aufrufe haben, also wir bedanken uns schon mal dafür. Das ist nämlich extrem gut angekommen und es ist ja auch schön, weil wir haben auch was für den guten Zweck gemacht. Schauen wir einfach mal in den Posteingang rein. Okay. Ich habe halt immer ein bisschen mehr, weil ich diese Spezialedition gekauft habe. Ja, nehmen wir uns einfach mal alle schnell. So. Und normalerweise müssen wir jetzt auch Spezialagenten, das ist das. Ja, genau. Es ist ja geil, diese legendären Packs, also diese Legends Packs, die sind immer so geil, aber ich habe irgendwie keine Münzen gerade. Wurscht, machen wir mal. Ja, das ist das, was heute kommen wird. Eine Sache schon mal, die für, vielleicht nicht so eine gute Nachricht ist. Wir haben ja am Anfang des also der Erstellung des Kanals gesagt, dass wir wahrscheinlich jeden Tag ein Video rausbringen werden. Nur das Problem ist, momentan ist es echt nicht leicht, müssen wir ehrlich sagen. Weil, also wir kommen zwar nach mit den Videos produzieren, nur das Problem ist, dass wir meistens dann, wenn alle Sachen erledigt sind von Tages, dann 17 Uhr ist. Und dann wollen wir, Alter, ein schwarzer Wolf. Harry Maguire. Okay, den kann man wohl mitnehmen. Okay. Ja, kann man mitnehmen. Ich hätte eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir ein schwarzer Spiel sind. Okay, so viel dazu mal. Starten wir einfach mal den Cup. Stimmt, ich kann euch auch noch die Aufstellung zeigen. Also ich habe nichts reingesteckt in das Game, außer halt, dass ich die Spezialedition gekauft habe, wo man halt immer ein bisschen was bekommt. Also das ist der momentane Stand der Dinge. Ich finde eigentlich für das, dass ich jetzt nicht so viel gespielt habe, ist das ein verdammt guter Kader. Nur der Trainer lässt halt schon zu wünschen übrig, weil wenn ich jetzt einen besseren Spieler habe, dann überschreitet das die Gesamtkosten. Deswegen muss ich mir irgendwann mal einen neuen Trainer zulegen. Aber dann starten wir einfach mal gegen den Computer. Normalerweise sollte das jetzt nicht die größte Herausforderung werden, weil Skill ist ja jetzt auf unserem Kanal nicht so verdammt hoch angeschrieben, wenn man sich die Apex-Videos anschaut. Das erste Video bei Modern Warfare, wo es wirklich einmal ein Erfolgserlebnis gegeben hat, wo ich wirklich mal nicht so schlechte Taktik zeigen konnten. Wir haben zwar zu lang gebraucht, aber ich bin mir bestimmt sicher, wenn ihr das zu viert macht und diese Taktik anwendet, dann müsstet ihr eigentlich das locker auch in 11 Minuten oder was halt angeschrieben ist schaffen. Gut, so passt die Aufstellung jetzt eh fürs Erste. Für die Ersatzspieler. Gut, Aufstellung, ich spiele übrigens mit Dynamo, weil es einfach die geilste Mannschaft abseits von AC Mailand ist. Dynamo einfach die zweitbeste, beziehungsweise die zweitsympathischste Mannschaft, vor allem weil sie halt auch in der kroatischen Liga von oben und unten alles zerfetzen. Da kann man halt auch wirklich im Fußballspiel schauen und mit gutem Gewissen in ein Match reingehen, dass sie das gewinnen werden. Nicht so wie Milan, die irgendwie jedes zweite Match verlieren. Und wie gesagt, schreibt natürlich in die Kommentare, ob euch das gefällt, weil dann zocke ich das gerne weiter. Weil ich bin mir halt eben nicht sicher, ob es halt so gut ankommt, weil gut, Fußball ist schon ein Weltsport, aber
FIFA kommt halt doch besser an, nur ich bin halt einfach ein PES-Spieler. Und deswegen dachte ich, ich versuch's einfach mal. Vielleicht bringe ich so zwei Folgen danach noch. Bisschen was anderes, vielleicht gegen Online-Spieler oder Master League. Und je nachdem, wie das Ganze dann hier ankommt, kann ich das ja weiter zocken, weil mir selbst macht es ja sehr viel Spaß. Ja, das war nicht so ganz. Und genau, mit den Videos, wir können sie zwar produzieren, nur das Problem ist, bei uns ist das jetzt momentan so, wir haben jetzt noch kein gutes Schnittprogramm. Und ihr müsst euch das vorstellen, wir erledigen halt alle unsere Pflichten, dann kommen wir so heim, weil ich meistens dann nach dem Gym, dann ist es schon so 18 Uhr oder so. Okay, die Flanke war schon mal nicht. Und dann haben wir schon ein vorproduziertes Video, also einen Tag davor, weil sonst wird es sich sowieso nie ausgehen. Und das Problem ist, wir schneiden das Video etwas, also nicht wirklich ein Intro, Outro einbauen und so weiter, weil viel schneiden wollen wir eben nicht. Höchstens bei diesen Lifestyle-Videos, wie zum Beispiel beim Liegestütz-Video. Nur das Problem ist, wir wollen, also das Exportieren der Datei dauert dann meistens um die 3 Stunden. Und ihr müsst euch das vorstellen, du kommst um 8 Uhr heim, startest mal den Laptop, machst das alles und dann bist du vielleicht um, wenn du dir Zeit lässt, mal währenddessen ein bisschen was anderes machst, so um 19 Uhr fertig mit allem. Und dann willst du das Video exportieren und es dauert halt einfach fast 3 Stunden, weil das liegt halt einfach nicht am Laptop, vielleicht ein bisschen auch, aber höchstwahrscheinlich am Schnittprogramm, was wir halt einfach benutzen. Und dann ist es halt wirklich schon so 21, 22 Uhr. Und das Problem ist, man muss halt am nächsten Tag wieder früh aufstehen. Und das auf YouTube hochladen dauert dann auch noch extra. Das heißt, wir kriegen es teilweise einfach nicht geschissen durch das scheiß Schnittprogramm, dass die Videos wirklich gut immer um, was weiß ich, 22 Uhr oder so online kommen. Aufgrund dessen haben wir uns jetzt das so gedacht, dass wir jeden zweiten Tag ein Video ausbringen werden, was wir halt jetzt auch wirklich dann durchziehen wollen. Also von dem Punkt an, wenn dieses Video online kommt. Das müsste dann entweder heute auch oder morgen sein. Werden wir uns halt wirklich versuchen, dass wir wollen es auch wirklich durchziehen. Nicht so, wie wir es halt jetzt schon vorher versprochen, wie auch immer. Weil es geht halt einfach momentan nicht. Wenn vielleicht mal ein besseres Schnittprogramm, wo das alles nicht so lange dauert, dann ist es ja wieder was ganz anderes. Nur momentan dauert das halt einfach viel zu lange. Und deswegen werden wir jetzt schon jeden zweiten Tag ein Video hochzuladen, weil dann haben wir quasi, dauert das, Alter, das gibt's ja nicht, weil dann haben wir diese Probleme nicht, weil dann exportieren wir das Video und dann wird es vielleicht noch fertig irgendwie am Abend und dann können wir es ganz beruhigt am nächsten Tag auf YouTube hochladen, das dauert dann eine halbe Stunde und dann kommt das Video auch ohne Probleme online. Das muss, das gibt's ja nicht. Deswegen, jeden zweiten Tag ist jetzt wirklich der Plan, den wir von heute an halten wollen. Und falls selbst das mal nicht klappen sollte, werden wir auf jeden Fall nicht einfach keins mehr hoch, also keins hochladen, sondern werden dann an dem Tag versuchen, gleich zwei Videos hochzuladen, falls es wirklich passieren sollte. So wie wir das zum Beispiel letztes Mal gemacht haben. Da haben wir wirklich längere Zeit, weil wir echt mit diesen Schnittprogrammproblemen zu tun hatten, kein Video gebracht. Und dann haben wir halt gleich das MW-Video rausgehauen, weil das war uns wichtig, weil es hat uns wirklich gefallen, weil mit dem könnt ihr auch was anfangen. Nicht so mit den Apex-Runden, die vielleicht nur nicht zur Unterhaltung dienen und nicht wirklich zum. Oh, da hätte er fast noch gesagt. Und nicht nur zur Unterhaltung eben, sondern auch ein bisschen zum Skill verbessern, wie auch immer wir halt vielleicht eine Technik finden, falls ihr das wirklich noch nicht geschafft habt. Ich hätte mir ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir das zu zweit hier schaffen, aber wir haben es gerade so irgendwie zu zweit geschafft. Also wenn ihr das wirklich zu viert irgendwie mit einem Vierer-Squad macht, natürlich ist es nicht immer leicht, viele Leute zu finden, aber dann schafft ihr das so locker, wenn ihr diese Taktik anwendet. Aber jetzt sollten wir hier mal ein Tor schießen, das gibt's ja nicht. Ja, das ist eigentlich der größte Teil, den ich jetzt dazu zu sagen habe. Eben jeden zweiten Tag im Video, das sollte sich gut ausgehen. Immer, unter jedes Video immer Verbesserungsvorschläge und irgendwelche Ideen, die ihr habt, auf die ihr Bock habt auf das Video. Weil vielleicht haben uns auch irgendwie ein paar Leute so ganz klein erreicht, so ein Video von uns gesehen. Und vielleicht wird der irgendwann mal, wenn wir jetzt ein neues Video hochladen, das vorgeschlagen. Und dann einfach in die Kommentare, auf was ihr Bock hättet.
Weil das Video, Liegestütz-Video, ich meine, es lag natürlich auch an Sascha Huber, dass halt wirklich das 100 Leute jetzt schon fast gesehen haben und halt an dem Hashtag. Aber vielleicht haben wir doch irgendwie das so ein bisschen wenigstens auch nicht nur das Video gesehen, sondern auch ein anderes und sich angeschaut. Dann einfach in die Kommentare hauen, weil ich habe mal überlegt, wie der Mafia. Der muss jetzt aber. Jawohl, der ist drin, ist der andere Ronaldo. Geht doch. Mein Gott. Einfach in die Kommentare schauen, falls ihr Bock habt. Und Mafia 3. Nur das Problem ist, ich habe es erst letztens wieder durchgespielt und es macht extrem Spaß, das Spiel, versteht mich falsch. Nur jetzt es wieder noch einmal durchspielen und also das ist dann auch. Ich gehe dann nicht mit einer hohen Begeisterung in das Spiel ran und das nimmt mir dann auch ehrlich selber den Spaß ein bisschen weg und auch wird das Video dann nicht so geil sein, weil ich halt auch nicht so den Spaß daran habe. Der muss aber. Ja, der ist jetzt, oder? Der, nochmal, noch nochmal, nein, 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 nein! Was eine Scheiße. Aber so viel dazu. Das sind die wichtigsten Sachen, die ich auf jeden Fall in dem Video besprochen habe, weil ihr müsst euch vorstellen, eben ich, bevor ich ein Video drehe, haue ich immer, also gehe ich immer in die Notizen rein und schreibe mal so die Stichwörter auf, was halt wirklich wichtig ist, was ich besprechen will. So ein kleines Status-Update immer oder irgendein, der drin? Nein. Oder irgendein Thema, was es zu besprechen gibt. Und im Großen und Ganzen habe ich jetzt alles geklärt. Und dann würde ich sagen, konzentrieren wir uns lieber mal ein bisschen auf das Match, weil 1-0 auch fortgeschritten ist, ist eigentlich, das ist wirklich verdammt schlecht. Vor allem mit dem Team, das ja normalerweise müsste ich die 6-7-0 wegfegen, ohne jegliche Probleme. Und bin nach der ersten Halbzeit erst 1-0 vorne. Das war auch irgendwie das Tor. Also kurz mal da konzentrieren. Dann sollte das hier kein Problem sein. Scheißstange. Ich habe auch vorgehabt, weil ich jetzt wie ich überlegt habe, ich Idiot, weil es gibt schon wieder ein Modern Warfare Update. Ich meine, es ist gut, dass die Updates rausbringen, nur ich weiß nicht, ob das nur so bei euch ist. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Gut, gut, gut. Haben wir. Schaut mal in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist. Wie gesagt, alles in die Kommentare schreiben. Und zwar, ich habe irgendwie 70 GB frei auf meiner Festplatte. Und das ist ein 8 GB Modern Warfare Update und da stehe ich, habe nicht genug Speicherplatz. Dann muss ich wieder 8 GB löschen und irgendwann gibt es halt auch einfach keine Spiele mehr. Oder so Spiele wie, ich werde jetzt sicher nicht Apex löschen, weil das halt ein fester Bestandteil des Kanals ist. Genauso wie ich jetzt nicht Modern Warfare löschen will oder andere Spiele, wo man halt wirklich schon vielleicht viel lieber reingesteckt hat. Ich meine, die Speicherstände bleiben ja nun für sich. Aber trotzdem. Und dann willst du einfach das Update runterladen, hast eh so einen Überschuss an Speicherplatz. Und da steht, nein, es geht nicht. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber es fuckt mich so. Da muss ich dann teilweise. Ah ja, voll schönes Tor wieder. War wieder Cristiano Ronaldo, ja. Und da muss ich dann teilweise, weil das hat ja schon 125, wahrscheinlich jetzt 130 GB, 131 das Spiel. Und da muss ich die wirklich löschen, nur 31 GB. Und ich habe jetzt nicht das beste Internet. Das dauert dann einen ganzen Tag, bis das wieder runtergeladen hat, nur wegen einem 8 GB Update. Und so schnell, wie die Updates gerade momentan raushauen, kann das ja, weiß ich nicht, gefühlt einmal in 2 Wochen passieren. Das ist halt echt nervig. Deswegen. Weil ich habe schon überlegt, heute ein Modern Warfare Video auszuhauen, aber durch die Scheiße dachte ich mir so, was könnte man noch so zocken? Habe ich überlegt, GTA, aber was mache ich alleine in GTA, ist halt wirklich die Frage. Es ist unglaublich, Cristiano Ronaldo ist wirklich der Einzige, der was macht gerade. Dachte ich mir, GTA, habe ich auf jeden Fall richtig Bock, das auch zu bringen. Mit Nils oder mit Armin zusammen, weil Armin war jetzt so bisher in einem Video dabei, im Liegestütz. Challenge-Video. Er wird später noch einen festeren Bestandteil auf dem Kanal haben, beziehungsweise er hat halt noch nicht so richtig Fuß gefasst. Wir haben jetzt das Ganze so ein bisschen eingeleitet und ich bin halt wirklich der Kauz, der wirklich am meisten redet, kann man nichts sagen, weil alle sind noch so ein bisschen schüchtern, wissen noch nicht so, was sie reden und ich kann immer labern, das geht immer bei mir. Kurzer. Der muss, oder? Jawohl! Ja, genauso sollte das eigentlich auch in der ersten Halbzeit schon sein. So,
auch 4-0. Aber alleine, naja, deswegen dachte ich mir, komm, ich habe es eh schon im zweiten Video oder so erwähnt, dass ich eher ein PES-Fan bin. Warum nicht PES? Weil vielleicht kommt es ja gut an bei euch, man weiß es nicht. Weil da ist halt wirklich so, es gibt wenige, die auch so die Master League und so spielen. Deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, dann mache ich das auch, weil ich selber habe auch Bock drauf, muss ich ehrlich gestehen. Und GTA ist halt, Moment, GTA ist halt wieder so eine Sache, das ist wirklich so ein Game, das ist alleine, macht wirklich nicht so viel Spaß. Also ich rede ja von GTA Online. Weil ich müsste jetzt insgesamt, ich habe es ja schon auf der Xbox gezockt. Damals, ich mit Story und allem müsste ich über 1000 Spielstunden locker schon in GTA investiert haben. Was on plus, der Online-Modus plus den Offline-Modus, weil ich habe allein 500 Stunden oder so im Online-Modus auf der PS4 und ich habe auch den Online-Modus auf der Xbox gespielt und so zweimal zu 100% durchgespielt. Also ich habe alles erreicht in dem Game eigentlich. Und jetzt habe ich es in letzter Zeit wieder weniger gezockt, weil alleine, muss ich sagen, ist es halt einfach, GTA Online macht alleine nicht wirklich viel Spaß, muss ich ehrlich sagen. Ich habe wirklich auch eine Zeit alleine gespielt. Aber nur wirklich um Geld zu... Oh, das war ein richtiges Schmankerl. Eden Hazard. Und ich habe es wirklich nur alleine gespielt, weil ich wollte ein bisschen Geld verdienen. Weil alles so schweineteuer ist in dem Spiel. Man wollte ein bisschen Level farmen, aber ich bin gerade mal Level 143 oder so. Aber habe halt nie irgendwas geglitscht oder so. Da merkt man, dass man auch wirklich sehr viel Zeit einfach im Free Roaming einfach so Bullshit machen verbracht hat. Sicher ein Drittel der Zeit, mindestens zwei wahrscheinlich sogar. Und alleine ist es wirklich nicht so geil. Aber ich habe richtig Bock, mit Nils oder so mal ein Video zu bringen. Einfach entweder ein bisschen Bullshit machen oder was Produktives machen. Oder einfach beides, mal schauen. Da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. GTA, PES und wenn wir dann MW haben, plus noch Apex, dann haben quasi Nils und ich Apex, Apex und Modern Warfare, ebenfalls GTA, also drei Spiele, die wir gemeinsam zocken, vielleicht mal MW oder so, sind Sachen, die vielleicht mal alleine kommen von mir. Das bedeutet, plus jetzt halt noch PES dann vielleicht von mir und also, und das ist jetzt mal nur uns. Wir haben ja noch Armin. Und Armin ist halt so einer, bei Armin könnte es halt wirklich sein, ich weiß nicht, er spielt teilweise auch ein bisschen andere, ist der drin? Nein, egal, 5-0. Er spielt ein bisschen andere Sachen. Natürlich, er zockt auch Modern Warfare. Apex ist nicht zum Beispiel so sein Game. Aber zockt er auch, aber nicht so viel. Deswegen, Armin könnte dann wirklich sein, dass er dann wirklich was ganz anderes bringt, zum Beispiel. Dann hätten wir wirklich eine Vielfalt an Videos bzw. an Let's Plays auf unserem Kanal. Weil dann hätten wir einerseits wirklich Sachen, die wir gemeinsam zocken. Machen wir gleich das zweite Match. Einerseits Sachen, die wir alleine spielen. Eben ein Singleplayer Let's Play, was wir bringen wollen. Und wir versuchen auch vielleicht so jede Woche oder jede zweite Woche so ein Lifestyle-Video zu bringen. Quasi ein bisschen was von unserem Leben. Auch einen kleinen Fokus. Oh, meine Augen. Defensiv. So. Ich bin gerade überfordert. Wo spielt denn der auf welcher Position? So. Scheiß auf. Lukas Bieger spielt jetzt einfach trotzdem. So. Die Maria muss jetzt einmal hinten aushelfen, weil ich keinen habe, der nicht mal annähernd so stark ist. Der muss jetzt einfach hinten aushelfen. Ich habe nicht mal was ich heute einfach. Benzema? Hat der ihr? Ja, besser als nichts war. Das ist jetzt gerade irgendeine Aufstellung, aber für fortgeschritten wird es ja wohl reichen. Die Trikots sind noch nicht so optimal. So ist das gut, so erkennt man das doch. Also jede zweite Woche. Und wenn wir wirklich auch merken, dass das so gut ankommt bei euch. Weil einerseits ist ja jetzt das Liegestütz-Video verdammt gut angekommen. Also vielleicht, wenn wir jetzt noch ein oder zwei Tage abwarten,
dann haben wir wahrscheinlich 100 Aufrufe, und 100 Aufrufe ist so viel für uns. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben auf das MW-Video und auf drei Apex-Videos, obwohl das erste Apex-Video hat auch viele Aufrufe, weil es halt schon viel länger online ist, aber das hat dann nach recht kurzer Zeit tausendmal mehr Aufrufe, weil wir haben im Schnitt vielleicht so 20 Aufrufe auf unsere Videos, manche vielleicht mal mehr, manche mal weniger, und da war 100 Aufrufe halt so verdammt viel, und wir haben die halt fast erreicht. Deswegen, danke dafür schon. Oh, so eine Scheiße, danke dafür schon mal. Also, es geht was weiter auf jeden Fall. Jetzt müssen wir hier nur mal schauen. Weil jetzt habe ich das erste Game eh mal nur durchgelabert, dass das hier auch was wird. Weil 5-0, seien wir ehrlich, das kriegen wir besser. Das kriegen wir besser. Vielleicht mal ein bisschen konzentrieren, weil wie ich ja schon mal erwähnt habe, ist es echt schwer, die ganze Zeit zu labern und zu zocken, also am Anfang zumindest. Deswegen vielleicht kurz, ich lehre jetzt auch gerade ein bisschen Reiser, kurz mal konzentrieren und ein, zwei Türchen jetzt mal. Sowas nicht zum Beispiel. Nein, ne, nein, pass nach unten. Pass nach oben. Pass hier. Na, da. Ja, nein. Okay, der. Ja, das. Das habe ich mir fast gedacht, dass er im Abseits ist. Das ist. Ich meine, es sind erst 11 Minuten vergangen, aber das riecht schon wieder nach einer 10 ersten Halbzeit. Mein Fortgeschritten ist jetzt wirklich. Ich habe damals, glaube ich, bei. Wann war das? PES 2000 und. Ich habe tatsächlich die 2006er Teil mehr gespielt als so die, die auf der Next-Gen-Konsole von damals rausgekommen sind, das heißt Xbox 360 und PS3. Also so 2011, 2012, 2013, 2014 habe ich tatsächlich nicht so viel gespielt. Alter, so ein schöner Pass. Cristiano Ronaldo wieder. Ich glaube wirklich viel angefangen zu spielen habe ich beim 2016er. Oder 15er sogar schon, eins von beiden, weil da habe ich dann wirklich auf die Master League gespielt, werde zu Legende gespielt, da habe ich wirklich viel Zeit tatsächlich investiert. Nicht so in MyClub, mittlerweile investiere ich nicht mehr so viel Zeit in MyClub und werde zu Legende. Deswegen würde es mich dann umso mehr motivieren, wenn ich das mit euch quasi zocken kann und ihr mit euch den Fortschritt immer teilen kann. Aber ich zocke eigentlich nur noch MyClub momentan, weil es mir irgendwie am meisten Spaß macht. Weil, was man wirklich sagen muss, ist, dass die Master League sehr einseitig ist. Also, es kommen kaum Neuerungen mehr. Man zockt nur, braucht ein paar Spiele, das war's. Meistens Champions League, so hat sich nie was verändert. Ich meine, gut, es passiert auch im echten Leben jetzt nicht viel im Fußball, aber es ist nie eine Variation in irgendeiner Art und Weise rausgekommen. Master League ist nicht so verdammt gut, muss man wirklich sagen, deswegen. Aber MyClub ist gegen Online-Spieler, das macht immer Spaß. Vor allem, wenn man seine eigenen Spieler, wirklich gute Spieler ziehen kann, ohne dass man lange sparen muss und sich dann ein Spieler irgendwie bei den Transferverhandlungen holt um 80 Millionen, sondern da habe ich wirklich ein paar Packs geöffnet und hatte irgendwie Cristiano Ronaldo und keine Ahnung, noch zwei andere gute, ich glaube Benzema und ich glaube Hazard oder Bale, ich weiß nicht, aber bei der Legend Edition war ja eine Legende auch dabei, Vieira habe ich da gehabt, also deswegen, da kriegt man schnell gute Spieler einfach. Okay, das war jetzt vielleicht nicht so gut gemacht von mir. Deswegen tendiere ich momentan eher zum MyClub, aber gerne zocke ich auch Master League, wenn es euch freuen würde. Und ich glaube, das wird auch einfach so ein bisschen längeres Video heute. Vielleicht, weil auch als kleiner Gegensatz, dass es momentan mit den Videos hochladen nicht so gut lief oder es mal so ein kurzes Päuschen von über 2 Tagen gab. Einfach mal ein bisschen was Längeres.
abgefangen. Gut gemacht. Jetzt aber. Das gibt's ja nicht. Er wird hier hervorragend gewinnen. Schöner Angriff. Es kommt genau im richtigen Moment. Er steht nicht im Abseits. Es ist ja jetzt nicht. Es droht ja gerade nicht, dass wir das in irgendeiner Randphase verlieren werden. Aber also früher bin ich da mit 8-0, mit 10-0 bin ich da durchgegangen, durchmarschiert. Ich meine, da habe ich auch wirklich drauf gespielt, dass ich da die 10 Tore mache und nicht so schauen, dass man vielleicht gute Pässe spielt oder so, sondern einfach alles nutzen, Tor, 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 Tor. Aber trotzdem, 1-0 ist wieder ein bisschen mager. Naja, solange wir das Ganze hier gewinnen, sollte das ja kein Problem sein. Nein, das war es noch nicht ganz. Wie würde ich mir das dann überlegen bei der Master League? Also, ein Spiel, also auf 6 Minuten gestellt. So eine. Oder ist es ein Match, ich weiß gar nicht, eine Halbzeit. Oder 5 Minuten eine Halbzeit. Da könnten wir schon. Ja, komm, der jetzt da runter und da muss es doch. gerade auch irgendwie rein. Na gut, aber schon mal 2-0 in der ersten Halbzeit. Das ist schon mal besser als im letzten Match eigentlich. Wie würde dann der Plan eigentlich aussehen? Also ich glaube tatsächlich, dass wir drei Spiele, drei, egal ob Liga, Champions League, einfach drei Spiele sollten drinnen sein. Genauso wie bei, wenn ich das jetzt bei Werde zur Legende spiele. Am Anfang, glaube ich, was ich mir noch erinnern kann, spielt man da nicht so viel, weil du halt auch eben noch nicht so gut bist. Deswegen könnte es vielleicht da ein bisschen mehr sein. Ja, ganz ehrlich. Muss echt nicht sein. Also, ja, drei, vielleicht wäre ich zur Legende mal ein bisschen mehr. Plus dann, drei Spieler plus dann, falls wir mal irgendwelche Spieler kaufen. Das könnte ich mir richtig cool vorstellen, eigentlich, wenn ich mir das gerade so durch den Kopf gehen lasse. Wenn ich quasi einfach mal zock eine Saison und schaue, was ich wirklich erreichen kann mit dem Standard-Team, was ich dann von irgendeinem von dem Team kriegt, was ich mir halt genommen habe. Alter, den Fehler hätten wir ausnutzen müssen. Und einfach mal Spiel auf irgendeinem Schwierigkeitsgrad, so auf Profi, ja, Profi ist ganz okay, glaube ich. Ist genau richtig, weil fortgeschritten ist es zu leicht, glaube ich. Profi sollte. Jetzt, nein. Ach, Profi sollte, glaube ich, genau richtig sein. Dann glaube ich schon, also das kann richtig cool werden, weil dann, wenn ich dann mal Geld habe, dann macht man einfach so Abstimmungen, okay, jetzt ist einmal Sturm wichtig, kaufen wir mal ein paar Stürme, okay, dann Verteidiger, okay, dann Torwart, dann können wir das immer so abstimmen, was für welche Leute, vielleicht so, dass ich mir drei raussuche, wo ich sage, okay, die sind leistbar und so viel Geld für einen Spieler, das ist ja auch nicht gut, vor allem wir müssen das Gehalt auch zahlen. Und dann gibt es halt immer so drei Leute, die ich mir raussuche, wo ich sage, okay, die könnte ich mir vorstellen, vor allem die würden halt auch kommen. Und dann stimmen wir ab. Und wer dann halt eben den Großteil hat, den kaufe ich dann. Natürlich, solche Ideen sind dann eher so Sachen der fernen Zukunft. Weil jetzt, wenn ich eine Abstimmung raushaue, wird das nicht mal wer sehen. So gesehen. Das sind wieder solche Zukunftssachen, die dann mit euch zu interagieren, die dann halt funktionieren. Aber im momentanen Stande können wir halt eigentlich, weil wir halt eben nicht mit euch wirklich interagieren können, weil es halt auch wirklich noch kaum Leute gibt, die unsere Videos sehen, sind wir ein bisschen, nicht jetzt dazu gezwungen, aber da ist die beste Variante, finde ich, einfach ein bisschen Apex zocken. Komm, der muss jetzt aber, na komm. Das gibt's ja nicht. Einfach ein bisschen zocken und schauen, dass wir uns da so vielleicht eine Base von 500 Leuten aufbauen, weil wenn wir dann schon mal, was ein Pass, wenn wir da schon mal so 500 haben, das wird wirklich
komplett ausreichen. 500 wäre perfekt. Weil mit 500, wenn da 30 Leute bei der Abstimmung mitmachen, dann ist das perfekt. Also, oder 100 würden da schon komplett reichen, dass man solche Abstimmungen machen könnte. Deswegen, da müssen wir einfach schauen, dass wir jetzt durch ein bisschen Pace und dem ganzen Programm, was wir halt in Planung haben, auch ein bisschen mit den Lifestyle-Videos, dass wir uns hier mit so einer Mini-Fanbase aufbauen. Und dann können wir auf jeden Fall überlegen. Das ist dann ein Schritt in eine andere Richtung, aber bis wir das mal haben, wird es, glaube ich, sehr Apex, MB, einfach ein bisschen zocken, so lastig würde ich jetzt mal behaupten, bis wir diese kleine Fanbase haben. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich glaube, das Video dauert jetzt eh schon eine halbe Stunde. Aber das Problem ist, ich muss nur aufpassen, weil nach einer 60 Minuten oder so bricht das automatisch ab. Das ist dann natürlich nicht so gut. Aber wir haben jetzt, glaube ich, oder na, Blödsinn. Wir haben erst, wir haben jetzt so eine halbe Stunde. Und das zweite Match ist gleich vorbei und ich bin am Anfang ein bisschen im Hauptmenü herumgegurkt. Alter, kassiere ich da echt ein Tor? Ja, okay, beim letzten konzentrieren wir uns, dass wir die wirklich rasieren. Da konzentrieren wir uns dann. Das ist echt nicht die Partie der Partien. Nein, was ist denn jetzt los? Jetzt müssen wir da mal ein bisschen härter reingehen an die Sache. So. Das ist jetzt ein Witz, oder? Wer ist denn das überhaupt? Ich habe keine Ahnung, wer da liegt. Ich habe keine Ahnung, wer da liegt. Alter, das dürfen wir jetzt nicht. Alter, da dürfen wir auch kein Unentschieden spielen. Das ist einfach zu traurig. So. Der liegt da immer noch. Komm, schieß, pfeif ab, ja, perfekt. Alter, was ist denn das für ein Krampf noch geworden am Ende? Egal, wir haben's gewonnen, das ist das Wichtigste. Ein Sieg ist ein Sieg, egal wie knapp. Aber wer ist denn? Spiel ist auch sagen, ja, möchte ich erneuern. Ja, jetzt haben wir die 3000, haben wir genug Geld. Profi. Ah ja, stimmt, das letzte ist auch Profi. Jetzt machen wir noch das letzte Match gegen Parma. Nein, das wird ja wohl machbar sein. Merkt euch das nie. So schnell X durchspammen, das habt ihr davon. Was eine Scheiße. Gut, wir kriegen das trotzdem. Kein Problem für mich. Wir kriegen das trotzdem. Aber wird es jetzt vielleicht nicht so eine Rasur, wie ich mir das hier vorgestellt habe? Naja. Wir werden sehen. Ich überlege gerade, könnte ich einen Sneak Peek oder. Also, ich muss ehrlich gestehen, wir planen nicht so wirklich voraus, außer bei den Lifestyle-Videos. Aber sonst planen wir an und für sich nicht voraus. Weil es ist eigentlich jeden Tag immer so, okay, wir drehen uns ein Video zu einer gewissen Uhrzeit. Und wir zocken dann einfach immer das, auf was wir Bock haben eigentlich. So soll es ja auch momentan noch sein. Wenn dann mal wirklich Leute zuschauen und wirklich das und das sehen wollen, dann zocken wir das natürlich. Das ist wirklich keine Frage. Aber momentan zocken wir einfach auf das, was wir Bock haben. Auf den Modus, den wir Bock haben. Wollen ein bisschen noch variieren. Sag einmal. Nee. Nicht bei mir hier. Cervini, oder? Glaubt zumindest, dass er das ist. Ja, ist er. Kommt aus der Elfenbeinküste oder so.
So. Und nicht ganz. Nicht ganz. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich rede hier von 8-0 oder so. Wir müssen hoffen überhaupt, dass wir das gewinnen hier, weil so schlecht ich da dort spiele. Das ist es noch nicht so ganz hier irgendwie. Aber ich muss ehrlich gestehen, so Star Wars, ich würde es mir jetzt nicht selber kaufen, aber ich würde mir gerne Videos darüber anschauen, muss ich ehrlich gestehen. Und ich finde das geil, wenn Nils das dann aufnimmt und ich mir das irgendwie dann anschauen kann von ihm. Da muss ich ehrlich sagen, habe ich schon, also ich selber, hab da Bock drauf. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen, ich habe da richtig Bock drauf irgendwie. Weil es ist dann halt viel witziger für mich natürlich, dass ich jetzt nicht irgendeinen berühmten Streamer oder YouTuber anschaue, sondern dass ich dann einfach Nils habe, der das so Let's Playt. Ich meine, er ist ja noch ein bisschen schüchtern. Das gibt's ja nicht. Das gibt's nicht, dass wir gegen Parma da nicht. Ja, das war ein gutes Ding jetzt. Jetzt, nein, pass runter, pass runter, pass runter. Und jetzt, wieder dahin. Vira ist so langsam. Der war im Abseits. Aber ich glaube, das Wichtigste habe ich auf jeden Fall heute erzählt. Und dann konzentrieren wir uns so im letzten Part der Folge. Einfach darauf, dass wir das Ding hier jetzt gewinnen, weil ich will das sowas von nicht verlieren. Das Wichtigste wurde erwähnt. Mal schauen, was kommt. Wie gesagt, ich weiß es selber nicht, weil wir das immer nach Lust und Laune machen. Aber hier und heute geht es nur darum, dass wir das hier jetzt gewinnen. Es geht um nichts anderes, nur dass wir das hier gewinnen. Nein, nein, Pass, Pass, schnell rüber, mhm. Besser, mhm. Ja, besser. Nein, 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 schnell Ball holen, Ball holen. Ich komme nicht zum Schuss auch irgendwie. Wahnsinn, ich komme echt nicht zum Schuss. Aber ich muss auch ein bisschen härter reingehen, glaube ich. Ein bisschen mehr grätschen und so. Kleiner Rübs am Rande. Pass! Auf der Linie. Oh mein Gott, ist das schlecht. Oh mein Gott, ist das schlecht. Okay, jetzt erstes Mal Strategie. Gareth Bale, raus. Benzema, Stad Hazard, raus. So. Und weiter. Das Spiel ist unterbrochen, jetzt kann gewechselt werden. Na, siehe da, sie wechseln gleich zwei Leute aus. Doppelwechsel, das ist so eine Maßnahme. Der Trainer scheint sich so seine Gedanken gemacht zu haben. Dinamo Zagreb wird durch das Tor direkt im Markt getroffen. Ja, ja, ich meine, ob es hat. Ja, sind erst 39 Minuten gespielt worden. Langer Abschlag vom Keeper. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Das gibt's ja nicht. Ja. Das ist
so unnötig das Tor hier kassiert haben. Das tut wirklich weh, das tut richtig weh. Mann, ich wollte gerade passen. Mann, ich. Das läuft ja alles gerade schlecht. Alter, ich fange gerade richtig an zu schwitzen, weil ich das hier nicht verlieren will. Nein. Cornelius. Ja, das. Ich spiele gerade so einen Dreck zusammen. Dynamo Zagreb muss natürlich sich vor Augen halten. Wir haben noch Zeit. 45 Minuten. Wir müssen einerseits geduldig und diszipliniert. Müssen wir. Alter, das gibt's ja nicht. Diese Pässe, sie kommen nicht an. Kuka. Komm jetzt einmal. Leimer. Die Maria mit der Chance. Jetzt aber. Nein, er springt drüber. Also der Ball fliegt drüber. Über seinen Kopf. Jetzt aber. Benzema. Und macht er den? Das kann. Ich komme nicht zu einem Torschuss tatsächlich. Ich komme nicht dazu. Kommt nicht dazu. Nein, das ist alles kacke. Muss da durch? Leimer entscheidet sich für den Rückpass. Und dann ist er weg, der Ball. Benzema, da ist Treffer. Wichtiges Tor. Alter Vater, aber wie auch irgendwie so reingeschoben. Uns aber wirklich konzentrieren, weil das ist ja unglaublich. 8-0, ich glaube es auch. Der Move, den hätte ich auch müssen. Weg damit. Er geht nicht hin. Er geht nicht hin. Jawohl. So. Nicht anders. Ja, das. Fast, sage ich dazu. Fast. Noch eines Geschwitze schon wieder. Fast, ne? Auch wenn sie nicht durchkommen, man muss es ihnen lassen. Sie versuchen es, die Einsatzbereitschaft ist da. Nein, zu viel getribbelt. Hab's gewusst. Sie sind offensichtlich noch unabsichtlich, aber. Ja, ich will mehr. Guter Flank.
Weg damit, weg damit, weg damit. Weg damit. Zu viele Ballverluste. Vielleicht gewinnt am Ende hier tatsächlich die Mannschaft, die am ballsichersten agiert hat. Komm, komm jetzt. Alter Vater, ist es gerade, bin ich gerade nervös. Kuka. Alter, das gibt's ja jetzt nicht. Jetzt hol dir den Ball. Kuka. Und er ist zur Stelle. Kuka. Geht hier ungeschickt in den Zweikampf. Freistoß, klare Sache. Oh, Gott sei Dank. Er probiert es mal mit dem Heber. Er versucht. Oh mein Gott. Pensheimer Top-Pack. Jetzt noch safe runterspielen, jetzt noch safe runterspielen. Komm, 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 Schiri, Schiri, komm. Das ist ein Foul, oder? Komm, komm, wie viel Nachspielzeit gibt es? Nicht viel, hoffentlich, nicht viel, hoffentlich. Komplett defensiv ran. Zwei Minuten. Nein. Das gibt noch Ecke. Komm, 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 komm. Weg, weg. Weg. Oh mein Gott. Ach mein Gott, ja, so viel dazu, dass wir das locker 8-0 gewinnen werden. Ja, da war die 8. Irgendwie nach einem 1-0 Rückstand das jetzt noch gewonnen. Ich dachte, dass wir das jetzt, das ist die nächste Niederlage wieder auf dem Kanal. Aber wir haben es noch irgendwie nach Hause gebracht. Ja, voll, so nämlich. Was haben wir dafür bekommen? Ja, ja, kann man verlängern, kann man verlängern. Ja, Wettbewerb gewonnen. 5000, das war's. Für das, dass ich mich, ich habe mehr für die Vertragsverlängerung bezahlt, hat sie richtig ausgezahlt. Gut, dann war's das für heute. Ich hoffe, dass euch das ganz andere gefallen hat. Und da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.